Okay, wir dürfen wieder klettern. Die Stadt gehört uns, aber wir sind erst am Anfang. Zu gern den Bergfried des Barons angezündet. Okay, hätte er gerne gemacht. Das ist schön. Ich mach mal eins, und zwar Licht aus. Aus Prinzip. So. Wir können da überall runter. Speichern. Da wir da lang müssen, gehe ich auch hier einfach mal runter. Weil ich habe gesehen, wir kommen auch wieder hoch. Wenn jetzt hier nicht zufälligerweise irgendwas einbricht. Diese verdammte Stadt. Ein Brief hier unten. Plünderernotiz. Genug ist genug. Ich habe den Tresor gefunden. Ich habe ihn aus den Ruinen ausgegraben. Ich habe ihn den ganzen Weg zum Ladedock geschleppt. Und jetzt habe ich jede verdammte Kombination von 000 bis 672 ausprobiert. Ich versuche keine einzige Nummer... Was? Ich versuche keine einzigen Nummer mehr. Unleserlich. Scheiß Anteil. Wenn du willst, dass was drin ist, geh zum Ladedock und mach es selbst. Okay. 000 bis 672. Ich brauche irgendwie noch Armreif. Erstens, wo ist der Tresor? Zweitens, was ist das da unten? Ach, die Leiche. Drittens, will ich hier runter? Ich glaube eher nein. Ich finde dieses Ding hier so auffällig irgendwie. Nee, wenn der da gestorben ist, sterben wir da auch. Aber er hat den Tresor begraben, aber nicht hier. Warte mal, was ist das? Ja, ein sehr auffälliger Stein, der aber nichts ist. Clever. Dann mal wieder nach oben. Unseren Kollegen dürfte es ja nicht interessieren. Theoretisch. Oh. Ich brauche was zu trinken. Wie schön. Oh Mann. Ich will ja nicht weitergehen. Oben gibt es doch bestimmt noch was. Da könnte ich mit einem Seil hin. Weiß aber nicht, ob sich das lohnt. Seilpfeilmäßig, weil ich brauche die dann wahrscheinlich später wieder. Katakombenkammer. Ich muss zugeben, ich habe selber ein bisschen Angst vor dem Viech. Mir nicht hoch, ich dachte. Ist hier jemand? Hallo? Komm, ich warte mal. Ach, ich komme hier lang. Ach so. Also dachte ich. Geralt. Ich sehe zwar niemanden. Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Da oben ist, ist ein Käfig. Okay, ich dachte, das wäre eine kleine Truhe. Na dann. Ich hasse sowas. Aber natürlich gehe ich da jetzt gucken. Ich komme nicht weiter. Oh, gut. Irgendetwas tötet hier die Menschen lautlos.
So, der Balken, den es überall gibt. Die verborgene Stadt, Katakomben. Passagen. Oh, oh. Er hat gespeichert, das heißt nichts Gutes. Also er hat von alleine gespeichert. Ich habe Angst, dass mir gleich irgendwie so eine Leiche auf den Kopf fällt oder so. Genau wie in der Heilanstalt. Die Urkraft hat sie verändert. Aaron hat sie verändert. Ich muss Orion schnellstens aufhalten. Oh Mann. Wie diese Viecher hasse. Ich hasse die so sehr. Und warum ist es hier schon wieder so groß? Ich meine, ich habe damit gerechnet, aber... Warte, was ist das? Warum leuchtet es da so? Muss das so? Wo kommt das Licht her? Was ist das für eine Lichtquelle? Fragen über Fragen. Aha. Ein Ring. Ich würde sagen, die haben eigentlich gut aufgeräumt für uns. Die hören uns ja nur, die sehen mich hier nicht. Deswegen lasse ich auch die... Alter. Oh, Alter, dieses ist immer zu laut. Das ist so nervig. Ich habe schon vorsichtshalber gespeichert, weil ich doch seine Springkünste kenne. Okay, mit Anlauf. Die hören uns nämlich nur, die sehen uns ja nicht. Deswegen kann ich die Fackeln anlassen, hoffe ich. Jetzt habe ich auf die Leertaste gehämmert. Darunter traue ich mich nicht zu springen. Das ist mir zu tief. Na, Freunde. Schicker Popo. Bisschen Fund, aber ist okay. Ach, der ist hier gerade. Ein Offiziersjunge. Ach, das ist schön. Das muss Liebe sein. Ich will darüber. Da sind sie. Ah, okay. Ich weiß wie. Gut. Ich mache mich auf den Weg. Und... Ups. Alter, wie dumm. Ganz ehrlich, das ist jetzt nicht mehr einfach nur irgendwie... Das ist echt schlecht programmiert. Das ist wirklich schlecht programmiert. Man hat das Seil vor Augen, ja? Man hat es vor Augen... So. Und, er springt einfach dran vorbei. So, weißt du, so am besten noch mit dem Kopf dran geditscht. Und er springt vorbei. Oh, geht doch. Was genau war daran jetzt so schwer? Nix, richtig. Ach so, warte mal, das muss ich ausprobieren, das ist Pflicht. Tot. Gut, die haben jetzt ihre internen Taschenlampen angeschaltet. Aber soll mich nicht stören. Eine Kiste. Und hier ist wieder irgendwo eine Falle. Ich rechne einfach damit. Ich meine, der kann mir hier gerade sowieso nichts, weil er hier nicht hinkommt. Nicht wahr? Der kommt hier einfach nicht hin. So, auf Fallen untersuchen. Ein Geheimnis gefunden. Na, endlich. Guck mal hier. Ich weiß nicht, wo hier die Falle ist, aber ich mach's aus. Klick. Danke. Okay. Warum die Musik? Ein Sammlerstück. Haben wir auch schon ein paar von den Armreifen. So, hier hängt netterweise schon... Ach, das ist der. Die schnurren so süß. Ach, herrlich. So, ich speichere. Aber hier kann ich erstmal nach unten.
Das ist ja gut. Hier kann ich erstmal. Was ist denn das? PNG-Blutlache. Da hinten ist jemand ganz nett. Schmecken lassen, ne? Und nicht stören lassen. Oh, guck mal. Wie süß. Speicher mal kurz. Man kann die irgendwie mit Feuer pfeilen, ne? Ich wollte einmal so einen töten, auch wenn ich jetzt die Feuerpfeile verschwendet habe. Für 20 Münzen. Warte, ich habe da oben gespeichert. Ne, ich verschwende die nicht. Jetzt habe ich gespeichert. Ich bin einfach durch. Ich wollte laden. Schon wieder. Dasselbe Problem. Oh Mann, tut mir leid. Ich werde bestimmt damit bestraft, indem ich die Dinger eigentlich nochmal brauche und jetzt verschwendet habe. Okay, hier lang zu gehen hat wenig Sinn für mich. Ich sehe zumindest nicht, wo ich ein Seil anbringen könnte oder ähnliches. Deswegen nehmen wir dieses Seil und klettern mal nach oben. Die da hinten tollen ein bisschen rum. Beziehungsweise taumeln so ein bisschen, als hätten sie ein bisschen zu viel Wodka getrunken. Oder Wein, der hier unten gelagert wurde. Kann ja auch sein. Er versucht wenigstens stehen zu bleiben, ja? Er gibt sich Mühe. Ist schon süßer, guck mal. Alter, der tanzt ja voll. Jetzt brauchen wir noch einen Beat dafür. Ist voll der... Das ist bestimmt Michael Jackson. Neulich ist mir Michael Jackson im Spiel begegnet. Warte mal, das ging jetzt ein bisschen zu leicht, oder? Hier ist ein Knopf. Ich speichere, bevor ich hier irgendwas aktiviere. Oh. Kommt der hier hoch? Wenn, dann braucht er noch ein bisschen. Eine Lampe? Ach, wegen Licht. Die mögen ja kein Licht. Die kommen ja dann nicht hierher. Stimmt ja. So. Gut, er versucht es auch nur hier lang zu kommen. Ich glaube, er bleibt da so ein bisschen hängen. Da ist noch ein Rad, aber das können wir, glaube ich, nicht drehen. So, hier. Mal los. Ach, es ist wieder aus jetzt, oder was? Es bleibt nur eine bestimmte Zeit. Na gut, dann. Wahrscheinlich kommen die gleich von hinten. Ja, das Licht geht aus. Schön. Geschafft. So. Da müssen wir hin. Warum? Warum? Was? Was? Gut, ich habe mich jetzt zum Glück nicht so erschrocken wie vorhin bei den Fallen. Sonst wäre ich hier wirklich gleich vom Stuhl gekippt. Okay, es kommt regelmäßig. Wer hatte denn die bescheuerte Idee? Also mehr unlogisch geht ja gar nicht. Habe ich es jetzt abgedreht? Ich hoffe. Ich hoffe, ich habe es nicht aufgedreht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es abgedreht hat. Hoffentlich alle, auch das hier unten. Hm, probieren wir es aus. Scheint zu funktionieren. Mach die Kerzen aus. Ja, ja. Jammer, jammer. Wir schauen erst durchs Schlüsselloch. Ob hier jemand rumkriecht.
soweit gut aus. Na dann ab nach oben. Ich brauche eine Pause. Ja. Ich übrigens auch gleich. Ich mache gleich eine Aufnahmepause. Ha. So ein so guter, so eine gute Verbindung dazu. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier drauf klettere. Einfach nur, weil es da ist. Ich brauche eine Pause. Ja. Der Witz ist durch. Ich habe den gerade verkackt. Okay, das ist mir zu riskant. Mit Garretts Springkünsten. Gut. Ups. Diese verdammte Stadt. Oh. Na, hi, Jungs. Da gerade was bewegt? Hinter dem Tor. Sicher die verflucht. So weit oben habe ich sie noch nie gesehen. Bis jetzt. Ja, ich weiß, ich bin eine furchtbare Kreatur. Warte mal. Alter, wenn du jetzt da nicht hochgehst, das ist ja so offensichtlich. Na gut. So, Jungs, was in haben wir denn für euch beide? Wimmelt es von Ungläubigen. Können wir denen nicht irgendwie was runterfallen lassen? Naja, alles Gute kommt von oben, Jungs. Oh ja, so eine fette Tür. Ich hab in Greystone einen dieser Wachbastard erledigt. Aber diese Dinger, ich weiß nicht. Wo denkst du, kommen sie her? Okay. Warte mal, das Gespräch ist, glaube ich, interessant. Meine Brummschädel nach sind sie meinen Albträumen entsprungen. Aus meinem Kopf gekrochen. Ja, das Gespräch ist zu Ende. Es geht mir nicht besonders gut. Es ist nicht die Schwermut. Es ist etwas anderes. Okay, er setzt sich hin. Und ich gehe hier reingucken. Ob wir denn hier irgendwas machen können? Nö, ist glaube ich nur so ein kleines Versteck. Eine kleine Nische, der kommt nämlich jetzt zurück und der schläft eine Runde. Haben wir auch nur noch einen. Die Nacht dauert ewig. So. Ich gehe erstmal hier lang. Denn hier gibt's noch was zu plündern. Eine Spritze. Eine gute Spritze. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Die mit ihren scheiß Eintopfküchen. Wo willst denn du hier unten eine Eintopfküche hernehmen? Ich warte kurz, bis er wieder da ist. Das ist mir nicht so... Ja. Er geht gleich wieder zurück, weil er sich festgehangen hat. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Freundchen. Du bist ein sehr kluger Mensch. Hier könnte ich speichern. Aber mach ich auch. Warte mal, wo geht's hier weiter? Oh, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht hier. Aber er hat keinen Grund nach mir zu suchen, deswegen... Hä, geht's vielleicht oben weiter? Was kommt als nächstes? So, wo geht's jetzt weiter? Ja, ja, dein Orion. Nun, hier geht es nicht weiter. Aber hier. Ach, natürlich, der Balken. Wie konnte ich den nur übersehen? Ich meine, offensichtlicher geht's doch gar nicht. Und anheben, ganz kräftig. Ja. Schön. Aber ich würde sagen, eine kleine Aufnahmepause wäre nicht schlecht, wie der Typ da vorne und unten schon gesagt hat. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und ich bin froh, dass wir hier endlich weitergekommen sind. Ich entschuldige mich, obwohl ich brauche mich jetzt nicht mehr entschuldigen. Das ist schon ein paar Folgen her, ne? Für die Frustfolge. Aber das war halt vor dieser Aufnahme. Boah, Alter, ich habe ganz schön viel aufgenommen. Wollte ich gar nicht. Okay, gut. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, macht's gut.